packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Gianni Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag trifft Hergiswil auswärts auf Chriesere, Willisau daheim auf Einsiedeln und Freiamt auf Schattdorf. Wer gewinnt? Der Gianni meint. Grüße, Hergiswil, das ist ganz schwer für einschätzen, wegen weiß nicht, jetzt Hergiswil, wie aufstellen schon wieder für Mannschaft, gleich wie letzte Woche, wenn so aufstellen wie letzte Woche und habe ein bisschen Glück nachher, habe etwas Chance gegen für Kiesen für gewinnen, aber wenn nicht gleich aufstellen für Mannschaft wie letzte Wochenende, nachher ist zu wenig Chance gegen für Kiesen. Nein, das ist für Wahrheit. Hergiswil, wenn nicht voll aufstellen gegen für Kiesen, ist momentan ist leider ist keine Chance. So sage für Sieger Chance. Stehst du vielleicht möglicherweise relativ knapp verloren, nicht so hoch wie gegen für Feyenoord, aber du musst voll aufstellen für Mannschaft. Jetzt etwas schon zum Final zu sagen, ist schwierig, oder? Das ist noch zu früh. Nein. Jetzt langsam kommt für Richtung für diese vier Mannschaftswerke gehen für Halbfinale, aber nachher kommt für sozusagen für Position kommt, wegen nachher wie immer schon welcher Platz. Ich wünsche den Platz, verstehst du, für erste vier. Nachher schon möglich etwas auswählen für Gegner, verstehst du, welche Mannschaft passt besser. Deswegen, das ist immer auch ein sehr großes taktisches Spiel, auch wegen erste, welcher ist der Vorkampf, ist der erste, das gegen für vierte und zweite für, gegen für dritte. Immer. Und das letzte Jahr sehr gut gemacht für Hergiswil. Deswegen, gerade so studiert und so sehen, was nachher ist. Gut rauskommt, gegen für Kriessen letzte Jahre haben größere Chance für Hergiswil wie gegen für Willisau. Und das wird natürlich auch mitspielen für Vorkampf. Und nachher ist das schon gezeigt für Halbfinale, nachher Halbfinale für erste Kampf. Fast entscheidend für das ganze Duell für Hergiswil. Und nachher Hergiswil gegen für Finale, nicht für Kriessen, weil er zur Vorrunde sehr gut sieht. Aber ich glaube, diese Jahre, ich glaube, schon wieder Freiamt, Kriessen, Hergiswil und Willisau ist dabei für. Ich glaube nicht, das Problem ist das für Sador. Ich habe drei, vier gute Ringer, aber das ist zu wenig. Deswegen jetzt auch nicht mehr unterschätzen für Sador, für andere Mannschaften, verstehst du, wie letzte Jahre. Letzte Jahre manchmal ein bisschen unterschätzen. Und ich weiß, dass wir jetzt Schadorf verloren gegen Freiamt und gegen für Willisau auch. Nachher ich muss sagen, nachher nach 5 Kampf blieb für 2 Punkte. Und das ist, nachher ist es sehr schwer. Wir haben noch einen sicheren Kampf gegen für Einsiedel, aber nachher immer schärfer geworden für Kampf, wegen Kampf für Halbfinale und nachher immer stärker aufstellen für andere Mannschaft. Dann dachte ich, ich wollte nicht abgeben für Punkte oder so, aber höchstwahrscheinlich, wenn wir jetzt gegen für Schadorf und Willisau nicht wie es mindestens einig gewinnen. Na, ich glaube, Schadorf ist schon dabei für die Chance für Halbfinale. Willisau, Einsiedel, dort ist jetzt
wenn zwei, drei Jungen setzt, dann ist er immer noch der größere Favorit für Willisau. Und ich würde dort warten für gewinnen für Willisau mindestens 5-6 Punkte Differenz. In Freiamt, ich glaube, Vorrunde überall probieren für die stärkste Mannschaft zu stellen. Vielleicht Rückrunde ein bisschen leichter gehen, aber für Vorrunde sicher wird alle kommen gewinnen. Wegen nachher ist hundertprozentig sicher schon dabei für das Halbfinale. Und ich wollte das nicht noch einmal erleben, was letztes Jahr passiert. Und mir ist dieser Kampf ist Favorit für Freiamt. Hergiswil wird es gegen Kriesere sehr schwer haben zu gewinnen. Willisau triumphiert auch mit jungen Ringen gegen Einsiedler. Und Freiamt lässt Schattdorf keine Chance. Das meint der Johnny. Und was meint ihr? Sagt uns die Meinung auf Facebook oder YouTube, Stichwort Ringen Telenapf. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.